Hallo und herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal WOMOVLOGGER. Heute stellen wir euch den Stellplatz in Brønderslev vor. Dieses soll nur ein ganz kurzes Video sein, weil wir hier nicht lange gestanden haben. Auf der rechten Seite hier sehen wir die Ver- und Entsorgungsstation von dem Stellplatz. Ganz vorne an, auf der rechten Seite, befindet sich ein Rohr. An dem Symbol kann man erkennen, dass man hier seine Toilette entsorgen kann. Ein Spülschlauch für die Toilette ist auch vorhanden. Hier sehen wir ein Spülbecken mit der Möglichkeit, Frischwasser zu entnehmen. Daneben befinden sich zwei Mülleimer oder Müllcontainer. Hier könnt ihr euren Müll entsorgen. Zu beachten ist, dass in Dänemark die Wasseranschlüsse mit Halbzollgewinde ausgestattet sind. Diese Adapter mit Halbzollgewinde bekommt man auch in einem dänischen Baumarkt. Als wir auf dem Stellplatz standen, gab es wohl vorher ein Fest. Ein paar Wagen standen hier noch abseits, die nicht weiter störten. Die Stellplatzkapazität beträgt 40 Wohnmobile. Hey. Wir stehen hier auf einem Stellplatz, ausnahmsweise mal. Wir haben ja jetzt schon sehr viele Pintrip-Stellplätze hinter uns gebracht oder besucht. Und hier das Besondere an dem Stellplatz ist, dass man hier kostenlos fähr- und entsorgen kann. Das ist einer der, ich sag jetzt mal, 20 Stellplätze in Dänemark, wo man das kostenlos machen kann. Ansonsten muss man extra einen Campingplatz anfahren. Haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, wie es da abläuft. Aber das ist ganz praktisch hier. Das ist ein Stellplatz für 40 Wohnmobile und der ist in Brønderslev. Brønderslev. Ja. Ist eine Stadt. Ja. Ist etwas größer. Hier gibt es auch Einkaufsmöglichkeiten. Ist jetzt aber, glaube ich, nicht so eine sehenswerte Stadt. Einfach nur eine Stadt. Genau. Ja. Und ja, ne? Es war recht laut heute Nacht. Tagsüber ist es auch laut. Hier laufen so irgendwelche Baumaschinen oder Generatoren. Die laufen hier ständig. Da ist so ein brummender Unterton. Und nachts sind hier öfters Jugendliche unterwegs, die dann ziemlich spät Musik anmachen. Mit dem Ghetto-Blaster laufen die rum. Und naja, aber ab 12 Uhr hier wird es ruhig. Ja, und es sind noch ziemlich spät auch viele Wohnmobile angekommen. Ja, das wird hier recht voll. Ich habe hier Aufnahmen gemacht. Ihr könnt an den Aufnahmen sehen, dass hier einige angekommen sind. Wie gesagt, für 40 Wohnmobile und die Entsorgungs- und Versorgungsstation ist nicht besonders voll. Also kommt man immer gut ran. Zu beachten ist, dass in ganz Dänemark ein anderer Wasseranschluss zu benutzen ist. Ich glaube, das ist ein Halbzoll ist das und wir haben in Deutschland, die meisten sind 3/4 Zoll. Wir haben uns extra hier diesen Anschluss gekauft, um hier Wasser zu zapfen, um nicht mit der Gießkanne ständig da reinzuschütten. Ja, ich habe die Entsorgungsstation gefilmt, fand ich ganz gut und ja. Ja, mehr gibt es auch nicht dazu zu sagen. Genau, hier haben wir gar nichts unternommen, wir waren nur im Wohnmobil und wir fahren jetzt weiter nach Hirtshals und schauen uns da mal die Stadt an, was man da so machen kann. Vielleicht müssen wir ja irgendwann dahin mal nach Norwegen fahren, ne? Ja, wir gucken dann schon mal, wo die Fähre ablegt, damit wir informiert sind, wenn wir den nächsten Urlaub machen, Richtung Norwegen oder Schweden, ne? Genau, so, das soll es gewesen sein. Kurzes Video, nur über den Stellplatz. Bleibt uns treu, bis dann. Hey! Hey!